Das Lösegeld für den, wie heißt du? Das Lösegeld für den Uwe beläuft sich über eine sechsstellige Summe. Überweisen Sie bitte auf PayPal-Konto. Ja, mit Bitcoin. Dann wird dem Uwe nichts passieren. Ja? Der Uwe hat jetzt noch ein Messer am Oberschenkel, aber es hat der Mann. Ja? Der macht keine Schmerzen. Nimmst du schon auf, oder? Keine Schmerzen. Okay, Mann. Dann können wir das ja nochmal neu machen, das ist gut. Hallo, wir sind Erkan und Stefan. Wir haben den Uwe von AV Media Pool gefangen genommen. Ja. Mit unserem Charme. Hallo, hier sind Erkan und Stefan. Unsere Namen sind geheim. Ja. Wir haben den Uwe gefangen genommen als unsere Geisel. Uns kann man im Gesicht nicht erkennen, weil wir haben Fotzenlappen im Gesicht. gegen ein Virus, dessen Namen wir nicht sagen tun. Die können jetzt alles Mögliche drüber synchronisieren, weil die unsere Lippen nicht sehen. Ja, die wissen ja aber nicht, wer wir sind. Achso, ja gut. Ja, ist voll gut. Okay, gut. Ja. Und die Erlösesumme ist, Erlösersumme ist siebenstelliger Prozentbereich. In Bitcoin? Ja. Alles Weitere überlassen wir euch. Okay. Und jetzt übergeben wir an den Gastgeber. Also, Leute, ihr merkt, heute Abend hier in der EWS Arena im Autokino in Göppingen, Erkan und Stefan. Krass, jetzt hast du verraten! Ja, alte Dinger, was da kann ich ja gleich, oder? Jetzt meine Tarnung aufgeflogen, oder? Ja, Dankeschön, hey. Danke, ey. Geil, ey. Hey, Uwe, du einmal mit Profis arbeiten. Ja, mit dir gehe ich in keinen Banküberfall. Krass, oder? Ich bin übrigens der Uwe, ist der Erkan oder Stefan, ey. Wir wollen jetzt Geld überfallen. So. Alter! Damit hat sich die Lösesumme auch erledigt. Ja, genau. Und wir kommen somit auch zur ersten Frage von mir an Erkan und Stefan. Wie kam das, dass ihr zusammengefunden habt? Das ist meine erste Frage. Viele Leute haben euch jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. Und ja. Jetzt ist erstmal meine Frage wäre an die Zuschauer und für euch. Wie seid ihr zusammengekommen? Also es geht ja das Gerücht, dass wir eine Online-Bekanntschaft sind. Das stimmt ja nicht. Wir kannten uns schon vor online. Wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Ja. Ja, Mann. Nee, wir haben uns auf der Corona-App kennengelernt. Ja, genau. Die Sache ist vorhin rausgekommen. Hey, da ist noch jemand ein bisschen. Das war damals eine andere Krankheit. Das war... Wie ist es damals? Die ist Hift, glaube ich, die Krankheit. Da gab es auch nicht. Nein, Mann, also sein Vater hat was mit meiner Mutter und der Schwester und so damals zusammen. Sicher, ja, und dann war halt. Also mit Walzer abgehangen. Nein, es gab früher. Es war nie was Offizielles. Es gab früher nie was Offizielles. Also früher, als man noch U-Bahn gesurft ist, draußen dran, bin ich in der U-Bahn drin gesessen und Stefan ist draußen in der U-Bahn gesurft und wollte rein. Ich habe nicht reingelassen, war in Münchner U-Bahn. Ja. In Münchner U-Bahn? Ja. Okay. Kennst du U-Bahn? Ja, ich kenne U-Bahn. U-Bahn ist ungefähr, so, U-Bahn-Station ist unter der Erde, U steht für unterirdisch. Das musst du dir vorstellen, in Göttingen habt ihr Tiefgarage. Göppingen. Ja. Ist wie tiefer gelegt, ja? Ja, wie Tiefgarage, habt ihr Tiefgarage? Wir haben Tiefgarage. Jetzt musst du dir vorstellen, 10 Tiefgaragen hintereinander, zwischen jeder Tiefgarage 1 Kilometer und du kannst von einer Tiefgarage zur anderen Tiefgarage unterirdisch fahren. Ich klinge verrückt. So ein bisschen, ja. Aber es geht, ja? Und da haben wir uns kennengelernt. Einer von euch kommt aus Ingolstadt. Ja, Mann, wo verlammerst du? Du bist nicht JVA gewesen in Ingolstadt, oder? Ja, da war ich mal ganz kurz. Ja. Nein, der Stefan kommt aus Neuengamme. Ja, ich komme aus Hasenberg. Bunny Hill, auch international mittlerweile sagen. Also weltbekannt geworden ist es eher Bunny Hill. Ja. Ja. Da gibt es auch einen großen bayerischen Motorenwerkehersteller. Genau. Ja. Dessen Namen will ich nicht sagen. Ich habe das denkt man bewährt vom BMW gesponsert. Ja, Mann, ist aber nicht so. Ich habe euch auch schon bei Kaufland gesehen. Ihr habt Muttertagswerbung für Kaufland gemacht. Ja, Vatertags, oder? Nee, Muttertag. Muttertag. Ja, wir wollten eigentlich Vatertag-Werbung machen, aber dann war Muttertag wegen Gender und sowas. Wegen deiner Mutter und so. Ja, haben wir gemacht, hast du gesehen, oder? Ja, sehr cool. Ja, die Kaufland-Achse ist dann durch die Decke gegangen. Durch nach unten. Oder? Nein. Hat fett Spaß gemacht, ja? Ja. Und sind die auf euch zugekommen oder wie kommt sowas? Ja, ich habe die Erkan und Stefan gesehen und gesagt. Ich stand an der Kasse in Kaufland und da hat die Kassenfrau gesagt: Boah, wenn jetzt jemand da wäre, der Muttertag-Werbung für uns machen würde. Ja, Mann. Wie sofort, ja. So war es beim Stefan, ja. Bei mich war so: Ich habe bei Klauland was gekauft. Kaufland geklaut? Genau, also wollte ich und dann hat mich gleich der Dieb sofort am Anfang, weil ich hatte dann so eine Maske auf, ja. Und das war vor Corona. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, du Deal, oder? Und ich so, okay, was können wir, einen Deal machen oder so? Und dann haben wir den Werbedeal gemacht und dann haben wir gesagt, okay, normalerweise, wenn Erkan und Stefan einen Werbedeal machen, kostet ein paar Millionen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, Pfandbelege. Stefan macht zum Sonst. Pfandzettel haben die uns gegeben. Genau, Stefan macht zum Sonst. War auch cool. Ich mache nur 1 Million. Ja. Ich habe schon immer Kaufland gefeiert, weißt du, kennst doch noch Schland, oder?
Flant. Ja. Und ich habe immer an der Kasse gesagt, Flant. Deswegen Kaufland. Ja, krass, oder? Ja. Kennst du Fressnapf? Hm? Dann mache ich immer Snapf. Snapf. 1999 habt ihr euren ersten Film gedreht. Wie kam es dazu? Den haben wir drehen lassen. Ja? Ja. Das war der Bulli gemacht. Der war der Regisseur. Ja, war cool. Also der Filmproduzent hat uns bei unserem ersten Live-Auftritt gesehen in München und hat dann gesagt, die Hurensohn müssen unbedingt vor die Kamera auf die Leinwand. Und dann haben wir uns geeinigt. Ja, es war gut. Wir erwarten gerade auch Angebote aus Hollywood. Ja, ja. Aus Istanbul. Haben wir uns dann doch für den deutschen, entschieden, den deutschen Film zu supporten. Ja, genau. Mann. Wie viele Kinofilme habt ihr bis jetzt gemacht? 3 Stück, also offiziell. Die anderen, die von seiner Mutter da auf die sind nicht Kino. Die sind nicht Kino. 3 Kinofilme. Der erste Erkan Stefan, der zweite Erkan Stefan gegen die Mächte der Finsternis. Der dritte Erkan Stefan, der Tod kommt krass. Ja. Ja. Und, im Volksmund auch Erkan Stefan 1, Erkan Stefan 2. Und der, was, der dritte, der heißt? Erkan Stefan 3. Genau. Ja, genau. Oh, geil, genau. Uwe, krass, kennst du. Der Uwe. Ich war bei der Namensgebung, glaube ich. Dabei. Ja. Ich weiß nicht mehr. Wann habt ihr aufgehört? Und also wann war der letzte Auftritt, bevor es jetzt auf die Tour ging? Das war 2007. Sonst ist der Erfolg einfach zu Kopf gestiegen. Ja. Ja. Ganz klar. Ja. Nein, Mann, wir hatten, aber kam mal ich glaube, es kam eine neue PlayStation raus, oder? Ja, ja, stimmt. Und da mussten wir uns einfach darauf konzentrieren, ja, eine wichtige Sache. Man kann sich nicht verzetteln. Also seid ihr Gamer. Ja. Absolut, absolut. Wir haben jetzt Corona, gab ja, weiß nicht, ob es bei euch, also in München gab es, da haben sie das Virus zuerst gehabt. Die erste. Klar, Pionier der Corona. Frisch aus China importiert. Und da haben wir seitdem, wir haben vorher schon gegamed viel, aber da haben wir jetzt richtig Zeit gehabt für Gaming. Wir gamen auf YouTube auch. Ja. Kannst du uns zuschauen, Erkan Stefan, YouTube, check it out. Da gibt es auch Zeichentricks und wir gamen teilweise jetzt mittlerweile sogar live. Ja. Ja. Dann habt ihr jetzt 13 Jahre gegamed und dann habt ihr gesagt, das reicht mit Game und jetzt steigen wir wieder ein. Jetzt steigen wir wieder ein, ja. Ja, ich weiß, irgendwo muss auch wieder Geld verdienen, weißt du. Ja, klar. Durch Game? Neue Spiele und so weiter. Ah, okay. Und, mal schauen, also wenn wir wieder genügend Geld verdient haben, dann gehen wir wieder zurück zum Gamen. Ja. Ja, es kommt eine neue PlayStation raus, ja. Die soll, glaube ich, 500-600 Euro kosten oder sowas. Ja, also echt? Ja, deswegen müssen wir ein bisschen auftreten. Die 5? Ja, die 5 kommt jetzt. Die 5 kommt jetzt. Ja, das seid ihr auch wieder mit dabei. Richtung Feiertag. Ja, ja, und deswegen treten wir. Und hört ihr wieder auf. Ja, super. Also das heißt, mal schauen. Also ihr macht jetzt diese Autokino-Tour und dann hört ihr wieder auf. Ja, wenn wir eine PlayStation kaufen wollen, ja. Okay. Nein, wir haben ja letzten Herbst schon angefangen, gute Auftritte, viele Auftritte gehabt, war geil. Weil wir dachten, die PlayStation kommt jetzt schon. Ja, ja. Und dann kam dann kam Grippewelle, Corona-Welle, irgendwas halt, ja. Mhm. Ne, wir hätten viele Auftritte gehabt, alles abgesagt und dann kam einer, der Dings von Auto An- und Verkauf hat gesagt, pass auf, der hat zart angefangen, hat einen Fernseher aufgestellt, bei sich Auto An- und Verkauf. Den ganz klein an. Ja, ja. Es war, am Anfang war es gar kein Autokino, ja, da war es noch Fahrradkino. Ja. Okay, und ja, was sind jetzt eure Erfahrungen vom Autokino? Also, Alter, das ist Premiere, der erste Autokino. Voll gut. Oh, ja. Heute hier die erste Autokino-Premiere. Also ich habe schon mal gehört, dass da gehupt wird, aber hier in Göppingen offenbar darf man nicht hupen, weil Nachbarn da sind. Also ich glaube, das mit den Hupen würde ich jetzt nicht so überbewerten. Die Menschen hier sind wie Erkan und Stefan, denen sagt man, was sie tun sollen, das macht es doch anders. Also sehr gut. Also, werdet euch mit denen sicherlich gut verstehen. Okay. Ja. Also da die dürfen auf keinen Fall hupen, sagen wir denen. Ja. Da wird es keine Probleme geben. Ja. Als Tipp kann ich euch geben, sie sollen einfach die Fenster runter machen und aus dem Auto klatschen, zum Beispiel. Das wäre eine Klatscherei, oder? Ja, cool. Ja, wir sind echt gespannt. Es ist wirklich Premiere für uns, wie das macht mit der Leinwand und so. Es wird bestimmt spannend. Sieht mega professionell aus hier. Ja, ist abgefahren. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Sache hier auf jeden Fall. Gibt es weitere Termine? Wir sind in Bühl, oder? Bühl, auch noch genau. Bühl, Schwäbisch Hall. Schwäbische Hall. Augsburg sind wir. Ja. Boah. Beverly Hills sind wir nicht. Das ist ja noch eine große Tour. Weißt du, das Krasse ist, es ändert sich die ganze Zeit. Das darfst du nicht auftreten. Dann sagt er, okay, kann man Autokino machen. Dann wollen alle in Autokino gehen. Dann sagen sie, Autokino, krass. Ist ja ganz schön teuer. Dann haben wieder kein Geld. Und dann die Wirtschaft geht runter. Dann kommt wieder die zweite Welle, dritte Welle. Kommt Auto weg. Ja. Wir fahren auf die Stühle hinten. Wir warten auf die große Welle, verstehst du? Dass sie auch kommt. Ja. Normalerweise hätten wir jetzt Juni, Juli gar keine Auftritte gehabt. Ja. So gesehen. Wir wollten Urlaub machen, Robinson Club und sowas. Ja. Also ich persönlich und wahrscheinlich auch alle Zuschauer finden es top, dass ihr es macht. Dicker Fall. Dass ihr gesagt habt, ihr auch trotz Corona, wir finden eine Möglichkeit, da dabei zu sein. Und ihr unterstützt damit auch viele, viele andere Künstler. Weil viele haben ja im Augenblick gar keine Möglichkeit. Wir unterstützen wir andere? Ja, indem ihr hier seid und sagt, es ist möglich. Ach, es ist etwas möglich.
Okay. Also, ja, zum Beispiel die Gelada, die ist auch Künstlerin, ja, die kann Fingernägel machen, ganz dünn, ganz lang. Die und jeder hat andere, ja, andere Steine drauf und sowas. Ja. Und damit unterstützt die auch andere. Ja, die kann das ja auch mal machen. Wichtig ist, dass alle zusammenhalten. Genau. Ja, dass man präsent zeigt und dass man einfach weitermacht und nicht aufhört und sagt, das ist alles vorbei, so wie ihr zwei. Ja, klar, das ja, macht uns Bock. Deswegen natürlich, sind wir hier. Wir tun es schon vermissen, dass wir jetzt unser Publikum natürlich nicht so live gesehen haben, aber Online-Gaming ist auch cool. Die Leute, wir spielen da teilweise mit den GTA und so, ja. Du hörst sie halt dann immer so, ja, aber das ist so... Was möchte ihr deinen Fans damit auf den Weg geben? Gibt's Black Lives Matter. Ja, Mann. Noch mal. Alle anderen Farben auch, ja. Und ja, wir sind ja hier, Göppingen macht uns voll Bock. Es ist gespannt, wer nicht dabei sein kann, ja. Ja. Wir machen noch ein Backstage-Live-Video, ja. Genau. Auf YouTube, check aus. Am besten könnt ihr zurzeit bei YouTube checken, was bei uns abgeht. Und auf Twitch, ja, kannst du ja von YouTube und Twitch für alle Gamer. Ja, genau. Und geht auf Auftritte, das ist... Live-Auftreten ist das Schönste eigentlich. Ja, Mann, genau. Finde ich cool. Die Leute, die das hier organisiert haben, das ist der Göppinger Autokino. Ja? Die haben auch voll Kohle in die Hand genommen. Die haben mir LED-Schirm geklaut. Ja. Ja? die haben die ganzen Bäume hier abgeholzt extra. Ja. Ja? Das sollte ja eigentlich der Greta Thunberg-Park werden. Ja, ja, haben ja? die alles abgeholt. Brandrodo. Da stand noch ein altes Haus mit einer, mit so einer Frau, die da gewohnt hat. So die musste auch weg. Ja, die musste auch ins Heim. Einen Tag vor ihrem Geburtstag. Damit endlich Platz ist für die ganzen Autos. Und das ist natürlich Investment gewesen. Ja? Ja. Wir stechen uns Gelder ja, ans KV-Verwaltungsamt und so. Ja? Supported die. Ja, der Kretschmer musste auch oder der alle gestochen werden, dass es möglich ist mit den Beschränkungen und alles. Ja? Also tut es, Unterstützung kommt her, damit auch weiter Korruption möglich ist. Genau, und spritzt euch Infektionsmittel. Genau, der Heiko hat es gemacht, ja. Ja. Der ist das Beste. Wer keinen Bock hat hier auf Dings, Infektionsmittel, ja, am besten sterilisieren lassen. Genau, da müsst ihr nie wieder Hände waschen. Ist gut. Also ihr seht, es erwartet euch einiges und ihr könnt die Tour von den zwei Jungs weiter verfolgen. Ich bin froh, dass ich dieses Interview heil überstanden habe und zu Wort gekommen bin. Ja, das Interview ist richtig. Ich freue mich jetzt auch gleich, wenn die Jungs abgehen. Das Lösegeld wurde nicht überwiesen, deswegen müssen. Soll ich jetzt nochmal entführt werden? Ich muss jetzt sterilisieren. Soll ich jetzt hier nochmal entführt werden? Das war meine Kinnischung. Wisst ihr, wo ich hin bin? Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute am Tier seid. Und ebenso. Ich wünsche allen Zuschauern noch einen schönen Abend. Macht's gut und bleibt gesund. Das war mal Bikini, das hat die Julia genäht, ohne Scheiß. Da hast du so einen Hauch von Sommer. Macht's gut. Tschüss. Tschaußenbad.